Also, ne, hat was, ist okay. Aber ja, ein Terrorbird. Ein totes Terrorbird. Eben nachgucken, hat er mir was geklaut. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Weil mir selber klaut er ja nichts, wenn dann klaut er meinem Tier was. Und ja. Bevor es ein böses Erwachen gibt in der Höhle, gucke ich dann lieber noch mal nach. So. Da hoch. Ja. Schade, dass wir mit dem Megatherium nicht springen können. Fragen über Fragen. Wir werden jetzt einfach hier gerade noch mal ein bisschen leveln und gucken, ob wir irgendwo Tuberkulen in den Bäumen finden. Aber aktuell sieht es eher nicht danach aus. Ist ganz ruhig. Wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Wenn man sie nicht sucht, wird man von ihnen angesprungen. Ja. Aber da hat der Captain halt, wie gesagt, eine lustige Aktion gehabt und hat dann einfach mal einen ja, getamed. Oh, ich liebe die Armbrust. 1300 Damage. Zack. Und tot. Da hat der Bronto gedacht, er könne an uns vorbeilaufen. Ja, die Schusswaffen versuche ich gerade nicht so wirklich zu nutzen, ne? Wir brauchen ja die Ausdauer der, die Lebenskraft der Waffen gleich noch drin. So, und jetzt hier einfach ein bisschen ableveln, indem ich abbaue und kille. Es gibt halt Erfahrungspunkte. So. Ah, Moment, wir brauchen ja auch noch die Sauropodenwirbeln. Haben wir da welche? Jawohl. Denn für die passenden Bosse, die wir ja demnächst machen wollen. Ne, aber hier war keiner. Oder ich sehe ihn gerade nicht. Brauchen wir neben den Artefakten auch noch die so Specials, sag ich mal, wie halt die Sauropodenwirbel und. Und ich weiß, wir brauchen Sauropodenwirbel, wir brauchen das Gift von einer Titanbohr, aber nicht halt einmal, sondern öfters. Und was war das noch? Ach ja, genau, Sarkohaut. Wisst ihr was? Wir gehen die Sachen organisieren. Und wenn der Captain gleich da ist, dann gucken wir mal, was wir zusammen haben. Jetzt habe ich natürlich kein Fernglas dabei, egal.
Oh. Täschchen, kein Täschchen. So. Also, Sako Haut, Titanbohr, Gift. Das sind Sachen, die uns auf alle Fälle noch fehlen. Wo ich sagen kann, da können wir gucken, was wir finden. Ach, ich dachte, der wäre tot. Die standen hier so im Wasser. Ja, nehmen wir mit, ne? So ist es ja nicht. So, bevor wir da runterhüpfen, gucken wir einmal nach, was wir alles so Überschussmäßiges drin haben. Alles, was nicht Futter betrifft oder halt hier Sauropodenwirbel. Das schmeißen wir raus. Das kommt nach da, weil wird noch gebraucht. Und der Rest fliegt jetzt hier erstmal raus. Und dann hüpfen wir da jetzt gleich runter. Manchmal ist da unten nämlich ein Spino. Deswegen erstmal runter gucken. Sieht gut aus. So. Hopp. Andere ist auch da. Der hat mir das Filet geklaut. Hast du es jetzt drin? Bitte sage ja. Jawohl, da ist das Filet. So, da brauchen wir die Sachen nicht. Hopp, aufsteigen und weiter. Das ist so ein blöder Schubser. Yippie! Ach, nö. So, bevor er was klauen konnte. Ja. Jetzt gucken wir noch mal gerade in die Bäume, ob wir was sehen. Moment, mal eben Kamerawechsel machen. Weil wir sind hier gerade so eiskalt durchgestiefelt. Aber aktuell sehe ich tatsächlich keine Tyrannosaurus. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal hier runter ins Wasser. Hier liegt ein totes Tier. Yes. Das war geil. Direkt mal ein Buff, weil, ne? Insekten gefressen. So, mal eben hier durch den Dschungel prügeln. Bäume fällig gerade, damit der zweite hinterherkommt. Das ist hier etwas eng zwischendurch. Oh, wir sind Overload. Okay. Hopp. So, eine Runde runter. Ah, das kann weg. Die nehmen wir nach oben. Die können wir vielleicht auch noch gebrauchen. So, das kann weg. Das kann auch erstmal alles weg. Hier, so. Ja. Ich weiß, ich schmeiße auch die Spezies X-Samen gerade weg. Aber was soll ich damit aktuell? Die seltenen Blumen behalte ich mal, weil eigentlich kann ich die noch gebrauchen für den Bienenstock. Aber ja. Das ist halt immer so die Sache. So.
So. Sind wir wieder durch hier. Oh, hier liegen ein paar Titanboas rum. Nehmen wir doch mit. Gucken wir mal nach. Ist das Gift noch da? Nee. Kein Gift auf dem Boden. Haben wir das Gift zufälligerweise eingesammelt? Das kann weg. Das kann weg. Kann weg. Kann weg. Und leider nein. So. Einmal einen Frosch zum Mitnehmen, bitte. So, einmal ein bisschen was gefressen hier. Wie viel Schaden machen wir jetzt? 1800. Oh, 2800. Ja, läuft. Oh, wir sind over. Nicht overweight, overload. Das heißt, wir haben zu viel drin. Deswegen laden wir nichts Neues mehr dazu. Das ist das schwarze Gewicht. Und das silberne Gewicht ist, wenn wir zu viel Gewicht haben. Hi du, ich rauche mir eben mit Frauen eine Zigarette und dann komme ich dazu. Wie, du rauchst dir direkt mit mehreren Frauen eine Zigarette? Reicht's dir nicht, dass du deine hast? Rauch doch einfach eine mit ihr. Alles klar, Mr. Too Late. Bis gleich. Oh. Gucken wir mal. Hier ist ja unsere Homebase. Zack, direkt meine Titanboa gelegt. Sie hat kein Täschchen fallen lassen. Blödes Ding. Oder haben wir jetzt vielleicht doch das eingesammelt? Mal eben nachgucken. Nein, nur wieder Leder. Kein Glück mit dem Gift von der Titanboa. Woher willst du denn wissen, dass ich mehrere Sitzen haben? Ach ja, als ob. Nee, bei dir, das glaube ich nicht. Also man sagt ja immer, ne, so dem einen oder anderen. Oh, Moment. Die Tüte droppt aus dem Kopf. Weil da ist das Gift unter anderem drin. Haha. Beide erwischt. Also nochmal zwei. So, und. Oh, bei der gab es diesmal aber tatsächlich nichts. So, dann bei mir mal eben bitte. Alles, was roh ist, anzeigen. Ja, das Fernrohr nicht unbedingt. Packen wir mal eben. Ach, komm mal nicht, warte. Schmeißen wir mal eben hier so ein, zwei Dinger weg. So. Können wir hier nämlich jetzt das rohe Fleisch fallen lassen. Gehen hier wieder ganz runter. Up. Das kommt weg. Das kommt rüber. So, dann das rüber. Weg, weg und weg. So. Und das Filet müssen wir gleich, bevor wir in die Cave gehen, noch eben fallen lassen. Oh, da ist beides, was wir brauchen. Titanboa und Sarko. Yes, der Sarko hat schon mal was fallen lassen. Und wir sind wieder Overload. Da ist die Sarko-Haut drin. Jawohl.
Ja, kommt her. Ja. So habe ich es mir gedacht. Aber diesmal wieder kein Gift von der Titan. Verdammt. So, damit wir jetzt hier auch wieder abbauen können. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Moment, hier auch mal eben zwei Sachen wegwerfen. Dann können wir nämlich die Sarko-Haut auch schon mal eben rüberwerfen. Und hier machen wir jetzt ganz einfach F-I-L, Filet, ablegen, danke. Und dann auch hier eben F-I-L, Filet. Auch hier einmal alles ablegen, Katsching. Und dann passt das doch. So, dann haben wir nämlich hier eine Sarko-Haut, zwei Wirbel und viermal Dings. So. Passt doch soweit ganz gut. Eben noch die Schnecke hier abbauen. Also wenn ihr es mal habt, dass ihr sagt, ihr braucht Keratin, ich kann es mit Megatherium nur empfehlen. Weil das ist einfach ein Biest da drin. So. Hier wird alles gekillt. Was mich immer geärgert hat. Oh. Das könnte jetzt interessant werden. Ist das ein anderes Megatherium oder ist das eventuell ein Alpha? Das ist ein Alpha. Oh yeah. Come on. Yeah. Alpha Raptor, Level 75, tot. Ah. Ja, holen dir. Gut. Hol ihn dir, mein Guter. So, mal eben hier. Naja, Rexhelm-Verschnitt brauchen wir nicht. So, brauchen wir nicht. Oh. Oh. Unser zweites Megatherium kümmert sich drum. So, das kann alles raus. Jetzt eine Runde Filet. Was machen wir gleich? Captain, ich habe schon alles vorbereitet. Sie müssen nur noch aufschlagen, dann werden Sie gebrieft. So, einmal absteigen hier. Das hier. Was haben wir da drin? Da ist eine Raptor-Kralle. Die brauchen wir, glaube ich, auch. Nehmen wir mal mit. Wenn wir die brauchen, gut. Wenn wir sie nicht brauchen, kann der Captain sie entsorgen. Was hast du jetzt noch mit drin? Jede Menge Filet und Fleisch. Und ein bisschen Leder. So, was hat mich gerade angegriffen? Ach, ja? Hm. Oh. Kann weg. Ja, das Filet hier. Mal eben force feeden. Ab. So. So, daher, dass ich ja jetzt schon die Strecke mehrfach gerade dahin gelaufen bin, weiß ich inzwischen, wo es lang geht. Und dann können wir jetzt doch den Captain, weil der oben auf dem. Weil der da oben ist, können wir den gleich von hier aus direkt mitnehmen. Captain, du brauchst nur deine Standardausrüstung. Fertig. Weil alles andere habe ich dabei: Megatherien, Kryopods. Gasmasken, alles dabei.
Du, ach so, und du brauchst noch eine gute Rüstung halt, ne? Gucken wir mal. Na, ist noch nicht auf dem Server. So, dann gucken wir noch mal, damit es nicht langweilig wird, nach Titans und vor allem Sarkus, weil tatsächlich haben wir von Sarkus aktuell am wenigsten, weil die halt am meisten hier im Sumpf leben. Und ja, wer ist im Sumpfgebiet? Richtig, da ist jetzt nicht die Frage nach dem gelben quadratischen Schwamm. Nein, da ist tatsächlich die Frage nach mir. Wer wohnt in der Base, ganz tief am Sumpf? Kenny Vetal. Zack, der Floger. Kann man hier weitergehen? Ja, da steht. Höp. So, Pfeile nehmen wir mit. Die Krallen nehmen wir mit. Die werden nämlich, glaube ich, auch benötigt. Und dann geht's weiter. Ich werde von einem Dodo angegriffen. Hat die Titan genauso gesehen. Oh, mal gucken, welches Tier haben wir denn hier? Das ist im Il. Schieß mich tot. Ah, die hat nix. Weil sonst hätte man ins Inventar gucken können. Aber wir gehen auf Nummer sicher, wir bauen sie ab, um festzustellen, ne, kein Beutel. Da ist noch eine Titan Boa. Eigentlich suche ich ja Sarkus, aber egal. Nee, nix. Okay. Ja, dann ab in den Sumpf. Moment, wir sind recht voll geladen schon wieder. Ab 800 Kilo Fleisch. Weg damit. Raptorkralle. Das rüber. Das Ei brauchen wir eigentlich auch nicht. Kann weg. So. Gucken wir mal, wo wir hier noch ein schickes Sako auf 2 finden. Ob wir die mal ebenso auf die Schnelle finden. Gehen wir mal gerade darüber. Bei dem Bioronix bin ich vorsichtig. Der ist nämlich so fies und ja, was soll ich sagen? Der kann einen Menschen vom Tier runterreißen. Finde ich halt extrem fies. Und ja, deswegen gehe ich da lieber auf Nummer Vorsicht, wenn ich den sehe. Wir haben wieder einen Sarko.
Ah, diesmal keine Sakohaut oder wir haben sie direkt mitgefressen? Zwei. Gut, wir haben sie direkt mitgefressen. Das kann weg. Das kann auch weg. Den Bogen kann man behalten. So, haben wir jetzt wieder normales Fleisch. Ja, 600 Stück. Dann kann das ganze Filet wieder weg. Hep, alles weg damit. So, das kann weg. Kann man leichter durchgehen. Sehr schön. Hammer alles. Ne, das kann auch noch weg. So, und da muss der Captain gleich schauen, was er davon braucht, eventuell und was nicht. Und dann stimmt der Fall. Hallo, geh mal weg hier, Baum. Ich sehe nichts. Oh, das war ein Tech-Parasaurus. Ich dachte gerade, das wäre ein Bio. So. Holz raus. Ja, Electronics, Öl und Co. können wir immer gebrauchen. Deswegen bleiben die Sachen drin. Aber der Rest hier geht raus. Ohne Wenn und Aber. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Genau, die Richtung ist richtig, um wieder nach Hause zu kommen. Weil ich hoffe ja nicht, dass er die extra langen Zigaretten hat, sondern vernünftige. Dann müsste er nämlich jetzt gleich eigentlich da sein. Was liegen auf einmal hier so viele Eier rum? Parasaurus-Ei. Ja, von welchem Para ist er? Will er mich angreifen? Ja, ist wahrscheinlich schon tot. Captain! Gift haben wir, sehr schön. Ist nicht mal direkt dazugekommen. In dem Moment, wo wir sie getötet haben. Ah, noch mehr Titan. Oh, hast du vielleicht noch ein Sauropodenhirn Wirbel für mich? Weil ein Hirn werden wir vergebens suchen. Ich weiß, ich bin gemein. So, dann ja, gucken wir, dass wir hier Richtung 20.000 Leben kommen. Das kann weg. Dann kannst du dir erstmal einen Bauch vollschlagen, damit du wieder full life bist. Mit 1,6 Tonnen, die wir tragen können, hoffe ich, sind wir gleich da drin in der Höhle gut aufgestellt. Na. Klar, da geht einiges an Gewicht für uns runter mit Rüstung und allem drum und dran. Na, aber ja, ich hoffe trotzdem, dass das alles gleich gut und reibungslos klappt.